gesehen und nicht mehr so stark wie noch in der vergangenen Saison. Sie müssen um eine Playoff. Beide Teams müssen auch auf Stammspieler verzichten. Daniel Marshall zu wohnt, sind die Mannschaften ja so ungefähr jeden zweiten Tag zu spielen. Schönes Anspiel auf dem Feld. Malone gegen Coleman, die Streithinne vom Dezember und dann dieses Typ schon gespielt, immer wieder schön anzuschauen. Wartet und wartet und dann kommt Rusty auf den Ring und dann geht's schnell. John Stockton, schöner Fastbreak, aber was macht er? Hat Glück. Fassungsloses Entsetzen auf der Spiel für Karl Malone. Anspiel genau im richtigen Moment und dann trotz Foul der sichere Korbleger vom 38-jährigen John Starks nach seinem Zwischenhoch wieder so ein bisschen abgetaucht und Malone. Und leider wenig zu sehen von ihm heute, Karl Malone. Russell hat sich ein bisschen gebessert im Vergleich zu früher, dass da Siegeswillen herrscht, Einsatzbereitschaft herrscht. Ist ja ganz klar, wenn man so viele unterwegs ist, da hilft vor allen Dingen Teamgeist, um diese lange Tournee zu überstehen. Treibt doch sehr häufig eine knifflige Situation zu seinen Gunsten entschieden. Malone gegen Coleman, das Duell der beiden Rivalen. Relativ verhaltenes Duell. Utah gewinnt in Philadelphia, das war's vom NBA.